spielen. Hallo und willkommen zurück zu Looten. Nein! Looten und Leveln. Ich dachte zu Schaf oder Fisch. Nee, Looten. Ach, ich habe aber pro Leveln. Warum hatte ich denn da noch Sachen, die ich verteilen kann? Oh, Vitalität sollte ich vielleicht mal hochgehen, wenn ich spiele sterben. Das habe ich irgendwie ein bisschen vernachlässigt, die Vitalität. Ja. Ein Knüttel. Rüstung. Was ist denn ein... Sei ruhig, Schaf. Was ist denn ein Knüttel? Eine Mischung aus Knüppel und Knute. Das klingt ja sogar... Knüppel gefällt mir. Aber auch nur wegen Namen. Oh, da ist ein richtiger Club hier. Hallo. Der Club. Der Live-Club. Gab's ja früher, wo du dann billige CDs kaufen konntest. Hm. Ja, CDs. Kauft ja leider nicht mehr so viele Leute. Ja, ich kaufe auch gerne noch Schallplatten. Oh, die sind ja auch wieder im Kommen. Also ich kaufe tatsächlich brav CDs. Boah, die muss ich noch aus dem Keller mal wiederholen, meine alten Iron Maiden Schallplatten. Ui. Ich war ja zwischendurch auch mal so in der Versuchung, mal irgendwie so einen zu holen. Das hat schon was. Braucht jemand einen 18er Panzer mit plus 8 gegen Feuer, plus 5 gegen Gift, Esteria Set plus 18 auf Stärke, plus 54 Gesundheit. Wow. Nein, ich habe meine beiden Bots. Nee, brauche ich nicht. Weil eigentlich ist das Ding richtig gut, aber... ja, ich habe einen zweiten Bot. Der hält aber leider bloß eine Minute lang an. Und hat 3 Minuten Cooldown. Ah, ihr wart hier unten noch nicht überall. Okay, dann folge ich euch wieder. Tatsächlich, da ist was auf allen Vieren rumgekrabbelt. Ach, schauen die dann auch anders... Oh, da kommt wieder was. Au, au. Jo, oh, okay, Zanzot. Wenn man es rumdreht, ist es Hotzinsatzig. Ja. Macht keinen Unterschied. Beides Zungenbrecher. Ja. Oh, Zauber, Zombie beschwören. Aha. Ach ja, die Zauber, da kann man ja auch ab und zu mal gucken, aber. Ja, die kannst du in die Leiste ziehen. Ja, aber so gut sind die ja halt nicht meistens. Ach, ich hab die Skelettdinger drin, die helfen schon ein bisschen was. Ich hab die Zauber fand ich im ersten irgendwie mächtiger. Ich habe Willenskraft. Resistenz gegen Bewegungsunfähigkeit und Verlangsamung. Immer aktiv. Hm. Ich glaube, hier immer oben ist aktiv. Darf ich hier immer aktiv zwei Waffen? Ja, toll. Hier ist noch was. Hier keine zwei Waffen. Hier ist noch eine Truhe und Aua. Hier genau. Ist so eine Truhe und Aua. Das Aua kannst du haben, aber die Truhe nehmen wir gern. Das Aua ist flink. Das ist super. Hilfe. Das ist ein Boss. Nee, 1, 2, 3. Nur ein Champion. Haha, da hat's ausgeröchelt. Har, har. Schade, dass keiner die Rüstung braucht. Die wäre theoretisch wirklich gut gewesen. Obwohl, die kann ich ja in meinen Scherz-Dash legen für einen anderen Char. Clever muss man sein, ne? Ja, du fragst immer, ob irgendjemand was brauchen kann. Ich guck gar nicht nach, weil ich gar nicht weiß, was es ist. Ja, eine Rüstung ist das. Mit plus 18 auf Stärke und anderen Goodies. Oh, ich habe einen Geheimraum gefunden. Und schon sind wir alle drin. Da liegt Gold im Kreis verstreut. Ist doch schön. Wetten, wenn wir das alles aufsammeln, dann beschwören wir einen super Endboss oder sowas. Oh, das wäre mal passiert. Hätte ich nichts dagegen, ne? Gibt EP und Fame. Da drüben ist noch Gold im Kreis. Oh! Und auf den Gegner und viele Truhen. Tut mir leid für deinen Bauch, Belly. So. Ich habe einen Würfel gefunden, Glückswürfel. Glück beim Magie finden um 5%. Die wehrt sich. Eine Mimik. Zu gut Deutsch, Imitator. Oh, das ist wieder ein guter Helm. Kann ich aber noch nicht tragen. Ach, liegt hier ja alles voll. Wieder eine Glücksmünze? Ja, warum nicht? Verjüngungstränke. Boah, schon 31.690 Gold. Also, wenn ich die alle trinken würde, dann bräuchte ich wahrscheinlich wieder Windeln. Meinst du, so alt bleibst du dabei? Das sind ja Verjüngungstränke. Was ist denn das jetzt schon wieder für eine Killerspinne? Das ist meine Killerspinne.
Weil das ist keine dieser Vampirspinnen, oder? Doch, ihr Hintern ist gestreift, ja. Da muss man ja nie mal auf den Popo gucken. Wenn er gestreift ist, weiß der Vampirspinne. Glück beim Magiefinden um 1% erhöht. Ja. Ich finde mein G-Spot viel besser. Benutzt doch Magie, oder? Ich glaube, die meinen beim Magiefinden magische Waffen, also magische Gegenstände. Das klingt gut. Glutsteinmagier, was ist denn? Guck mal meine Rüstung an. Oh, nett. Schon wieder eine Ringelpanzer. Schon wieder eine Nahkampfwaffe mit 4 Slots, das kann doch nicht wahr sein. Ringelpanzer mit Ausbeulungen. Na? Bei mir sieht man gar keine Ausbeulungen mehr. Weil das halt alles von dem Fell bedeckt ist. Ist ja aber auch gut. Wir mögen keine sexistischen Darstellungen weiblicher Helden. Wer mag das nicht? Nur ja, ich finde, es ist ja manchmal doch ein bisschen in den Videospielen. Es ist einfach ein bisschen sexualisiert. Da finde ich es auch gut, wenn mal so eine Heldin kommt, die halt nicht immer im knappsten Röckchen rumrennen muss. Und dann ziehst du Shorts an. Als Mann darf mich das. Gleichberechtigung. Wieso habe ich wieder kurz einen schwarzen Bildschirm gehabt? Ich glaube, das Spiel mag mich nicht. Sei doch kein Rassist, spiel auch mit schwarzem Bildschirm. Garaktor, das klingt wie so ein Bösewicht aus dem Comic. Champ wird fast gestorben. Ich habe schon wieder ein Achievement gekriegt. Eins nach dem anderen. Oh, Eisenblutsteinschärfe. Oh, plus 12 Schadensbonus für Nahkampfwaffen, Rüstung pro Treffer um 15 verringert. Das wäre natürlich gut, wenn ich eine Sockelte. Hast du Interesse an einer nicht identifizierten Kanone, Stufe 23? Hört mal her. Hört mal her. Gucken wir jetzt mal rein. Da ist ein Netherling aus dem Boden geschlüpft und der hat Zeug verloren. Okay. Da brauche ich noch eine Stufe. Ist ja nicht so schlimm. Braucht noch ein bisschen Geschick, aber sieht ansonsten gut aus. Die Teerbombarde des Giftes. Oha. Solche nächste Verwandlung für dein Tier, Flauschehäschen. Damit du es weißt, ne? Chaos. Ja, aber dann brauche ich aber die heilige Handgranate von Antiochia, um sie zurückzuverwandeln. Ne, sie kämpft auf deiner Seite. Die musst du ja nie mehr zurückverwandeln. Ist davon gelaufen, alles klar. Ja. Ich genieße das gerade mal, dass ich mal ein bisschen... Ach, hier ist er auch schon wieder. Weißt du, dass ich mal kämpfen konnte. Kannst, ne? Ja. Du stirbst uns doch bloß wieder. Nein. Du stirbst uns, wenn wir wieder dabei sind. Er hat 46 Gold für mich gefunden. Die Urne mit den eingelegten Schwaden. Netherling-Larve. Uns, Netherling-Larve. Uns. Techno. Uns. Techno-Disco. Okay, das war der Anfall für heute. Uiuiui, Gulgok. Kommt ja sonst nicht eher zum Ende der Anfall? Wir haben ihn diesmal vorgezogen, oder er wurde dupliziert. Was, wir kriegen noch einen Anfall? Ja, genau. Oh, der ist verliebt. Vielfachen Wunsch. Wo ist er denn warum hin? Teleportiert er sich, der Sack? Voll weg? Na dann muss man nicht, ne? Oh, nicht in der identifizierte Gürtel. Ist er weg? Ja, der ist tot. Moment, zu diesem Set habe ich doch... Genau, das ist das ist zum passenden Set für den Körperpanzer. Erhöht höheres Zaubertempo, mehr Mana, Zauberarten, ja. Ja, nee, ist aber eigentlich nicht unbedingt was ich brauche, auch wenn ich Magierin bin. Ach, mein kleiner MG-Bot. Jetzt hat er schon eine MG-Box. Wird ja immer schlimmer. Na, er rennt durch die Gegend und ständig ja. Abfeuern. Das ist irgendwie, der ist hyperaktiv, ne? Ja, 5 Schuss pro Sekunde hat er. 1400 Gold, jupp. Könnte ich ja glatt nochmal sterben, so viel Gold, wie ich mit mir rumschleppe. Das Problem ist, man verliert auch dann späterhin mehr Gold, wenn man mehr dabei hat. Eben wollte ich Glutsteinmagier aufheben, aber es geht ja nicht. Lass den mal liegen. Ja, findet sich gleich wieder nächster, ne? Ja, die Karte haben wir wohl ganz aufgedeckt, tatsächlich. Und da unten ist der Großregent. Oh. Storyboss. Weitere Teile des Roboters suchen. Tja,
Oh, ich bin ein bisschen voll. Das passiert mir letzter Zeit häufiger. Das nächste Mal vor der Aufnahme trinkt ihr eben nichts mehr. Vergiss es. Das wäre. Giftring. Oh, 107 Schadenkanone. Aber es hat ein niedriges Angriffstempo, das ist nichts für China. Nee, meine haben angeblich schneller, sehr niedriges Angriffstempo. Ah, genau, Smu, was hast du eigentlich gestern Abend gestreamt? Weil ich habe erst heute Mittag wieder die Mail gelesen. Ja, bestimmt Battlefield 1. Würde ich schätzen, aber... Warm-up. Ich weiß es nicht. Euer Begleiter ist fortgegangen. Tschüss, Begleiter. Beschwert ein konzentriertes Gewitter am Ziel, das den Gegner innerhalb von 7 Metern verwundet, solange es besteht. Ach, das ist ein Turm. Ja, dann buttern wir doch hier mal ein bisschen. MG-Hände. Ich finde die Animation schön, wie sie so eine Hand dann zurückzieht und die andere vorschiebt und so, ne? Ja, und China überlegt wieder alles. Bom, 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 bom. Warum soll deine Zuhörer was sehen? Ist das dein Elektro-Dings, Glutsteinmagier? Oh. Und warum leuchtet deine Pistolette jetzt grün? Das ist keine Ahnung. Sind wir hier bei Splatoon oder was? Keine Ahnung, was das für ein Effekt ist. Das sieht ja interessant aus. Dieses Ding hat ja wenigstens ein Magazin dran. Da freut er sich, Herr Schenariel. Der Dank geht an Jollum. Ach, deine Wumme. Wobei die davor auch nicht schlecht aussah. So eine schöne Kanone mit einem halben Schild da vorne dran. Boah, das bringt bestimmt viel, das Schild. Ich finde das irgendwie einfach cool mit den Begleitern, wie die dann auch auf dem Rücken die Rucksäcke haben. So, ja, irgendwie müssen das ganze Zeug ja wegbringen. Großregent. Ja. Ich glaube im ersten Teil, ja, da hatte ich den Wolf, der hatte auch einen Rucksack an. Oje, oje. Erstmal den Heiler beschwören. Ja, gute Idee. Oh, hier können wir nicht weg. Hier gibt's nur Sieg oder Tod, hä? Das ist doch der alte Mann, den wir in der Enklave getroffen haben. Großregent Eldrain. Man könnte vermuten, er hat wohl, was auch immer er machen wollte, nicht so ganz auf die Reihe gekriegt, hä? Aber wem gehört der Tentakel, Schena? Mir nicht. Okay. Wem dann? Meiner Verwachsten. Wer hat ihn eingeladen? Wow. Ja, euer Begleiter ist zurück. Das ist natürlich ein guter Moment. Okay. Diese Dinger, die platzen. Hey, aber die Leistung geht nur auf 30 FPS runter. Wow. 38. Ich hab noch nicht viel gezaubert. Ich musste mich erst heilen. Da ist er. Heilung? Da nehme ich sogar mal einen Mana-Trank. Das ist es mir wert. Einfach drauf. Was willst du denn jetzt? So. Ah, ich habe in deinem Bot-Einflussfeld gestanden. Mein Mana hat sich ganz regeneriert. Schön. Ich sag mal, der Ober mit der Zippelmütze da, der hat es aber ganz schön auf gesehen. Also der ist ganz schön zäh geworden. Der hat bestimmt jeden Morgen seinen Schneekoppe gelöffelt. Aha, der Melissengeist. Der Klosterfrau Melissengeist. What the fuck? Was soll das? Was soll was? Das, was da eben durchgeflogen ist, das war nicht von dir, Schena, oder? Ich hab nichts gemacht. Ihr habt eine Quest. Grand Regicide, der große Königsmord sozusagen. Regent Eldrains Schärpe, die sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ich hab ein Donnergewehr. Was soll ich mit einem Gewehr? Eine geheimnisvolle Pistole. Ein leerer Sockel, ja. Plus 194 Gesundheit. Wow. Nehmen wir. Ja, komm. Ja, ja. Geheimnisvoller Stab! Wow. Sahab! Hast du, Jollum, was hast du bekommen?
Bundhaube der Glutsteinabenteurer, aber ich kann es nicht anlegen. Hm? Brauchst du eine höhere Stufe? Oh, ja, tatsächlich. Ja, ich habe das Handelsangebot gesehen gleich. Wächter der Wildnis, ja. Nicht der Erdwächter. Okay. Wildnis ist auch ein Element. Jetzt wissen wir es. Okay, ich bin bereit, China. Ich vermute mal, das Ding willst du nicht haben. Weil es ist zweihändig. Ja, zweihändig. 122, nee. Das ist... Jolum, ich hätte vielleicht was für dich. Ja, dann immer her damit. Wo ist er denn? Handeln. Nein, das ist die verkehrte. Die hier. Die nehme ich mal. Du musst nur auf den... Genau. Dankeschön. Ach so, kann ich noch gar nicht. Hä? Aber jetzt steht hier Stufe 19. Nee, die Bunthaube kann ich nicht anlegen. Warum? Erfordert Stufe 23. Ah, alles klar. Das wird einmal aber auch nicht richtig angezeigt. Jetzt ist nämlich das rote X wieder weg. Und da steht Stufe 19, aber erfordert Stufe 23. Nee, aber der ist bei mir nicht rot. Jetzt schon. Bisschen buggy. Schade. Ich kann es jetzt bei dir momentan nicht sehen, aber eventuell erfüllst du die entsprechenden Anforderungen. Nur wenn du was anderes anhast. Ah, was du ablegst, wenn du das Ding anlegst. Das ist es, ja klar. Okay. Ha. Bosstruhe. Oh, jetzt hab ich eine Platte vorne dran. Da hat ein Schmied vorne links und rechts zwei riesige Beulen reingehauen. Ja, eine Netherbestie. Das klingt gut. Das klingt echt gut. Wächter der Wildnis. Also müssen wir das Tentakelviech am Ende wohl mal auch selbst lynchen. Hey, mein neuer Zauberstab, das sieht doch super aus. Oder was meinst du, Glutsteinmagier? Wo kriegst du so tolle Sachen hier? Das war ein Tropf. Ich krieg überhaupt keine Stäbe mehr. Kann der auch zaubern? Nee, scheinbar leider nicht. Aber Aufladungsverfallsrate und so weiter, also die Zauber, die erholen sich schneller. Wir sehen uns in der Stadt. Oh. Ach, zurück zur Stadt. Ach, Bostruhe, hatten wir die geöffnet? Ich habe sie geöffnet. Okay. Ich hatte sie noch nicht, aber hab sie jetzt. War aber nichts Gutes drin. So, die Dame will mit uns reden. Ich hoffe, man kann ihn irgendwie aufhalten, bevor es zu spät ist. Ihr sollt also in die Knochen. Ihr habt eine neue Quest. Ich glaube, dabei kann ich euch helfen. Zerstört Edelsteine. Nein. Was ist jetzt da? Wieder nur Gegenstände und bewahrt die Edelsteine darin. Kann ich die Edelsteine nicht einfach zusammencraften? Sprecht einfach mit dem Transportmeister, wenn ihr reisefertig seid. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Questbelohnung sind ja mal wieder neu hier, was? Großartig. Großartig. Mokai, mal so ein bisschen zur Orientierung. Also, soweit ich mich erinnere, habe ich bei Torchlight 1, um die Story durchzuspielen, habe ich etwa so 30 bis 40 Stunden gespielt. Also, ich denke, Torchlight 2 wird ja nicht unbedingt kürzer sein. Da hast du noch ein bisschen was vor dir. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Torchlight 1 hat es jetzt ja im Angebot gegeben, ne? Ah. Oh, das sieht ja mal... Oh, ich sehe gerade noch nicht so ganz ein, warum man hier Sachen kaufen sollte. Zum Verzaubern. Das habe ich auch nie gemacht. Verzaubern kann man was. Bringt das was? Naja. Kommt halt drauf an, was du bekommst. Willst du den plus 1%ige Chance auf kritischen Treffer war jetzt nicht so viel, aber es gibt auch Besseres. Ja, das mit mir. Plus 1%ige Chance auf kritischen Treffer. Die habe ich auch. Plus 4 Bonus auf Attribut. Aber Smu hier unten, diese Goblins, das sind wirklich, die sind ähnlich wie der Juwelier.
Zerstört Gegenstände, bewahrt die Edelsteine darin, zerstört Edelsteine in gesockelten Gegenständen. Da kann man halt irgendwie was mit anfangen, ne? Also Sachen rausholen. Ich weiß nicht, das bringt ja eigentlich schon was, die Sachen zu verzaubern. Ich meine, das Geld benutzt man ja für eigentlich nichts anderes großartig, außer... Ja, die Verzauberungen, die sind gut. Ja. Wo kann man die machen? Shit. Bei dem Kleinen. Ich habe meine Schuhe nicht mehr. Wenn es so ist wie beim ersten Torchlight, können die auch alle Verzauberungen entfernen, wenn es schief geht. Naja, also momentan kann ich maximal einmal verzaubern. Richtig. Ah, maximale Verzauberungen. Okay, ja, ja, haben sie da eine Grenze gemacht. Ja, vielleicht gehen dann die Verzauberungen noch nicht mehr flöten. Also vielleicht geht es auch nicht mehr schief. Weil das war im ersten Teil ein Kritikpunkt für viele. Ich vermute mal, dass man noch mehr machen kann, weil momentan steht da Verzauberung Doppelpunkt 1. Und er hat halt maximale Verzauberung 1. Wenn man weiter in der Story kommt, wird es sicherlich mehr werden. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn es einen NPC geben wird, der das macht, was solche die ganze Zeit will. Was Sinnvolles mit den Edelsteinen. Ich habe immer nur so wenig von denen. Und wenn nicht, gibt's einen Mod. Ja. Also ich habe jetzt so fast 2 Reihen voll mit Edelsteinen, nachdem ich alles aus den alten ausgebaut habe. Ich habe nur meine Schuhe aus Versehen verkauft. Das war nicht so gut. Dann mach Rückkauf. Ich bin ja nicht mehr da, ich habe es zu spät gemerkt. Ich habe auch keine mehr auf Lager. Ja, egal, ich kaufe mir einfach ein neues Paar. Die hier kostet 1,290. Mein Gott. Rolly, der Gürtel of Fire Rage. Ich finde es schön, wenn das so gemischt ist. So. Den dann nochmal verzaubern. Ah, mit dem müssen wir nach Zerifesh reisen, okay. Das Glück ist willkommen, Vertreter Knochenstab. Der wäre sogar gut, aber ich lebe von meinem Loot. Die zweite Waffe können wir auch nochmal verzaubern. Die kann ich alle verkaufen, wenn die nicht gut sind. Ihr habt den Glück. Errungenschaft freigeschaltet, enchanted. Hm? Ah, weil du mehrere Verzauberungen gemacht hast. Ja, so der Typ hier oben ist nicht mehr da. Ja, weil ihr den umgebracht habt, den armen Kerl. Der war geistig verwirrt. Das warst du. Nein. Du allein warst es. So, ich beende jetzt meine Folge. Ich beende meine Folge und dann sehen wir uns wieder, wenn wir dann mit dem Transportmeister reisen. Jawohl. Tschüss.